sitzt in einem Auto von einem Russen und sagt, wir waren nur so da unter Kollegen. Zu dem Moment hatte ich ihr geschrieben, was machst du gerade? Schlafen meine Kinder, darf ich sie sehen? Sie meinte, sie schlafen sonst, ich bin im Bad. Und dann ist sie in McDonald's mit San Diego. Und egal wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. Und ich rede das zu ihr und zu San Diego. Egal wer der Letzte sagt, ich bin behindert. Und wisst ihr noch, die Bombe, die ich gesagt habe, die platzen wird? Die sie ist... Drauf, sie muss ein bisschen drauf. Ja. Es geht um Spenden, um Menschen, die man gerettet haben soll. Und nur deswegen wurde man berühmt in Deutschland. Und das ist alles ein Kreis. Die beschützen sich alle. Sie tun nur so, als ob sie Beefs haben. Das sind kleine Schwanzlutscher. Und ich werde sie jetzt alle aufdecken. Egal, ob sie mich hassen. Bevor ich nicht im Knast bin. Und die tun alles, um mich in den Knast zu stecken. Ich wurde heute 7-mal verhaftet, Bro. Wegen Volksverhetzung gegen Juden. Und sie sind alle in die Falle getappt. Weil es gibt da draußen genug Männer, die wissen, was gerade abgeht. Und bei Allah, bis zu meinem Tod, werde ich jetzt für Männer kämpfen, die genauso ausgenutzt werden. Mehr hatte ich, bevor ich in den Knast gehe, auch nicht zu sagen.